Hinter den Kulissen brodelt es sich aber immer weiter zusammen. Die Ermittlungsbehörden arbeiten jetzt mittlerweile weltweit zusammen. Es gibt eine Interpol-Arbeitsgruppe, die sich Satellite nennt. Das FBI ist eingeschaltet, haben wir schon gesagt. Und dann meldet sich ein Mann, der bei den Behörden echt für Aufruhr sorgt und denen ganz schön weiterhilft. Hallo. Ja, hallo, wir sind zurück. Diesmal zusammen. Freut uns, dass hier wieder so viele aufgetaucht sind. Sehr schön. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir sind hier wieder in der Gartenbühne Stage 6 und haben ein super spannendes Thema mitgebracht und einen sehr, sehr spannenden Talk. Denn hier wird es gleich eine, sag ich mal, eine kleine Gesundheit, Storytime geben, damit ihr wisst, worum es geht. Louis, willst du anfangen, die Geschichte zu erzählen? Klar. Ich mach's mal auf ganz mysteriös. Es geht nämlich um eine richtige Krimi-Story, die aber im echten Leben passiert ist. Und zwar geht's um Ruja Ignatova, eine bulgarisch-deutsche Crypto-Queen, wie sie sich selber nennt. Und zwar hat sie 2016 ihre eigene Währung OneCoin rausgebracht und es damit geschafft, praktisch die ganze Welt zu übernehmen. Sie hat mit der Kryptowährung nämlich viele Kunden verarscht. Ja, und OneCoin soll tatsächlich oder sollte nach ihrer Meinung sogar noch stärker als der Bitcoin sein. Und sie hat ganz viele krasse Fans gehabt, die so ihren Vibe gefeiert haben, die ihre Message gefeiert haben und halt große Supporter und Supporterinnen gewesen sind. Bis sie plötzlich ein Jahr später verschwunden ist von der Bildfläche und OneCoin sich als Betrug entpuppt hat, als riesiger Betrug. Und danach war sie und ist sie weiterhin auf der Most Wanted List von der FBI und wird weltweit gesucht. Weißt du aber, wer nicht gesucht wird? Wer denn? Das sind die beiden Wirtschaftsjournalisten, die uns heute beitreten. Sorry für den Übergang. Und zwar Solveig Rode und Leo Ginsburg. Die beiden haben nämlich einen Podcast namens Macht und Millionen und erklären uns heute, wie es dazu kam, dass Ruja über 3 Millionen Kunden nach Strich und Faden veräppelt hat und ihnen echt viel Geld aus der Tasche genommen hat. Genau, und nach 5 Jahren bis jetzt immer noch nicht geschnappt wurde. Wir sind gespannt. Großen Applaus. Danke. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Schön, dass hier so viele Gesichter sind. Das haben wir uns ja gar nicht erträumen lassen. Und das, obwohl wir gar nicht gesucht werden, auf der FBI Most Wanted List zu stehen. Noch nicht. Man weiß ja nicht, was passiert. Ich bin Solveig Rode. Ich bin Wirtschaftsjournalistin bei Business Insider und Podcast-Host von Macht und Millionen. Normalerweise mache ich das mit diesem jungen Mann da oben, Kajan Özgens, dem Chefredakteur von Business Insider, meinem Podcast-Partner. Aber er hat entschieden, einfach in Urlaub zu gehen. Ich weiß nicht, wer das genehmigt hat, aber jetzt sitze ich hier und ich bin Leo Ginsburg, normalerweise Host von unserem Finanzpodcast Money Mindset bei Business Insider. Danke, wir sind toll in Photoshop auf jeden Fall. Ja, das können wir auch. Und normalerweise spreche ich in meinem Podcast einmal die Woche mit einem spannenden Gast, wie er reich geworden ist und hoffe immer, dass mein Gast nicht irgendwann bei Macht und Millionen landet. Aber jetzt sitze ich hier und wir haben einen sehr spannenden Fall mitgebracht. Ja, aber bevor wir in den Fall einsteigen, ihr habt ja gerade schon meinen kleinen Abriss gehört, worum es heute geht, um die Krypto-Queen. Wollten wir natürlich noch mal kurz über Krypto generell sprechen. Ich weiß nicht, Leo, wie dir das geht. Als vor so ein paar Jahren so die ersten 19-, 20-jährigen Krypto-Millionäre überall aufgepoppt sind, hier sind ja vielleicht auch heute ein paar dabei, habe ich irgendwie echt FOMO gekriegt und gedacht, oh Gott, habe ich da jetzt irgendwas verpasst und nicht rechtzeitig investiert. Ist hier jemand im Publikum, der in Krypto investiert ist? Hebt mal die Hand. Ach, guck mal, doch ein paar. Gar nicht so viele. Wie ist es denn mit dir eigentlich? Ja, ich bin auch in Krypto investiert. Ich habe gedacht, natürlich als Finanzredakteur wäre es natürlich fatal, wenn ich kein Krypto habe. Bin überall investiert, Bitcoin, Ethereum ein bisschen. Da läuft es in Ordnung. Da habe ich nur die Hälfte meines Geldes verloren. Und, nur die Hälfte, das geht ja. Ja, das ist okay. Und ja, dann habe ich auch selbst auch mal FOMO gekriegt vor 2 Jahren und in Coins der 2., 3., 4. Reihe investiert, weil ich dachte, will ich mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Und ja, da, wie soll ich sagen, bin ich gerade bei 95% im Minus. Aber dafür kam ein lustiger Artikel für Business Insider raus, was ich daraus gelernt habe. Aber heute geht es ja nicht um mich, um meine Kryptoinvestition, sondern um die Investition von sehr, sehr vielen Menschen. Genau. Heute geht es nämlich um die selbsternannte Krypto-Queen Ruja Ignatova, eine Deutsch-Bulgarin, die es geschafft hat, Menschen um mutmaßlich 4 Milliarden US-Dollar zu betrügen. Es wird royal, wir haben schon gesagt, sie hat sich selbst Krypto-Queen genannt, sie wollte den Bitcoin angreifen, hat sich selbst Bitcoin-Killer genannt. Und bevor wir jetzt eben
einsteigen und erklären, wie sie das gemacht hat, wollten wir euch einmal zeigen, wie diese Frau denn eigentlich aufgetreten ist. Das war nämlich ganz zentral für diesen Betrug. Sie hat die Leute nämlich wirklich massiv an der Nase herumgeführt und das zeigt sich ganz gut an diesem Auftritt im Jahr 2016 im Londoner Wembley Stadion. Das kennt ihr vielleicht, sehr bekannt, da treten normalerweise nur Popstars auf oder eben die Crypto Queen. Let's give a warm applause for our creator, our founder, our lovely Dr. Ruja, my sister these days. One, two, three. Applause, please. This girl is on fire. Ruja, where are you? Ruja. Warum sind wir nicht so aufgetreten? Also ich finde, nächstes Mal will ich auch Pyrotechnik haben, wenn ich hier hochgehe. Ja, und also Vincent Stage Manager, nächstes Mal wollen wir bitte Pyrotechnik. Ja. Ja, also ihr habt gesehen, diese Frau tritt da wirklich pompös auf, ja. Seidenrobe, Tüll, Goldschmuck an Ohren und Hals, die Haare ganz opulent geföhnt und ihr Markenzeichen, der rote Lippenstift natürlich, das ist ganz wichtig. Und damit hat sie natürlich auch irgendwie eine Message gesendet, ne? Ich bin hier der Boss. Ja, man muss sich das auch so vorstellen, das war ja im Wembley-Stadion, wie du gesagt hast. Da sind normalerweise Rockstar, Popstars, Superstars und auf einmal eine Frau, die mit Kryptocoins ankommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in diesem Saal gesessen hätte, da waren mehr als 20.000 Menschen drin, da ist, glaube ich, so eine Energie, die da gesammelt wird. Ich hätte gleich alles gekauft, was sie mir gesagt hätte, weil wenn man sie sieht, wie erfolgreich sie ist, dass sie sich so ein Stadion leisten kann, wie viele Menschen da kommen, applaudieren und jubeln, das ist natürlich auch ihre Masche, die Leute zu manipulieren und zu zeigen, hier bin ich bin der Boss, ich kann das und wenn ihr mir euer Geld gibt, dann werdet ihr auch so. Ja, ich hätte sie wahrscheinlich auch abgekauft, sage ich ganz ehrlich, wenn das so spektakulär auftritt. Sie hatte eben nicht nur einen großen Auftritt, sondern sie hat den Menschen ja auch ein großes Versprechen gemacht. Sie hat nichts weniger versprochen, als das gesamte Finanzsystem der Welt revolutionieren zu wollen und die größte Kryptowährung der Welt aufbauen zu wollen, OneCoin. So hat sie ihre vermeintliche Kryptowährung genannt. Und bevor wir jetzt erklären, wie sie diese Kryptowährung aufbauen wollte, müssen wir vielleicht mal erzählen, warum diese Frau denn ja, da so auftritt, wer sie ist. Und ja, Leo, erzähl mal, wie ist sie zu dem geworden, wer sie eigentlich war? Also eine kurze Biografie zu ihr. Ruja wurde 1980 in Bulgarien geboren, ist also heute 43 Jahre alt. Und als sie 10 Jahre alt war, ist die Familie von Bulgarien nach Deutschland ausgewandert. Und sie ist in Schramberg aufgewachsen, einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Ich kannte sie vorher nicht. Ist jemand hier aus Schramberg? Schöne Stadt? Schön? Schön. Ja, das freut mich dann für sie. Und dort war sie auf der Schule, soll überdurchschnittlich gut gewesen sein, sehr ehrgeizig, sehr fleißig, hat 2 Klassen auch übersprungen, also hatte schon was auf dem Kasten gehabt. Und unter den Mitschülern galt sie als extravagante, sehr fleißige Einzelgängerin. Und 1999 machte sie dann ihr Abitur und studierte danach Jura in Konstanz, an der schönen Stadt am Bodensee. Doch ein Jurastudium hat ihr allein nicht gereicht. Sie hat danach noch an der Fernuni Wirtschaftswissenschaften studiert, also 2 Studiengänge. Und danach folgte ein Abschluss an der Top-Elite-Universität Oxford. Nach eigenen Angaben hat sie dort ihren Master gemacht. Also der Lebenslauf ist wirklich perfekt. Also 2 Klassen übersprungen, Jurastudium, Wirtschaftswissenschaften und dann noch Oxford drangehängt. Und nach dem Studium noch eine Karriere bei McKinsey. 3 Jahre hat sie da als Unternehmensberaterin gearbeitet. Und ich würde sagen, wenn man den Lebenslauf anschaut, dann denkt man wirklich, okay, das ist eine Macherin, das ist eine High-Performerin. Sie ist super, sie ist seriös, sie ist klug, sie ist erfolgreich. Und was sie sagt, stimmt. Und ich glaube, das war auch ein Teil ihrer Masche, dass die Leute gedacht haben, diese Frau, die kann keine Betrügerin sein. Absolut. Da dachte man natürlich, diese Frau weiß, was sie tut. Sie kannte sich aber auch wirklich gut mit Zahlen aus. Also die war wirklich sehr intelligent und hat sich eben so ein bisschen angeschaut, klar, auch im Rahmen ihrer Beratertätigkeit, wie funktionieren diese ganzen Finanzmärkte gerade? Und das war eine Zeit, da ist an den Finanzmärkten sehr viel passiert. Das war so zwischen 2008, 2010. Und da poppten gerade so die ersten Kryptowährungen auf. Und das hat sie sich ganz besonders angeguckt und hat gesagt,
davon möchte ich auch Teil sein. Und Leo, was sind denn eigentlich Kryptowährungen? Also vielleicht wissen das ja schon einige, die hier investiert sind hoffentlich, aber für die, die es noch nicht wissen, erklär es doch mal ganz einfach. Also in ganz einfachen Worten, Kryptowährungen sind ein digitales Zahlungsmittel, ähnlich wie Euro und Dollar, aber rein digital. Aber im Gegensatz zu den traditionellen Währungen werden Kryptos nicht von Regierungen oder Zentralbanken ausgegeben, sondern durch komplexe mathematische Algorithmen erstellt. Und über ein Netzwerk von Computern, der sogenannten Blockchain, das kann man sich einfach gesagt vorstellen wie so eine öffentliche Datenbank, dann übertragen. Also im Prinzip so ein digitales Kassenbuch? So kann man sich das vorstellen. Mhm. Okay, und das Interessante ist ja, dass eben dadurch das auch nicht manipulierbar sein soll, ne? Und ja eigentlich auch ein bisschen demokratischer, weil die Mittelsmänner quasi rausgeschaltet werden. Ja, die Banken sollten einfach ausgeschaltet werden, weil nach der Finanzkrise hat man nicht so Vertrauen gehabt in die Banken und dann dachte man sich, wir machen eine eigene Währung, da brauchen wir die gar nicht und wenn Person A, Person B irgendwie Geld überweisen will, können die es einfach mit einer Kryptowährung machen. Ja, klingt ja erstmal alles super. Das kommt natürlich auch daher, du hast es gerade schon kurz angesprochen, zu dieser Zeit nach der oder während der Finanzkrise war eben das Misstrauen gegenüber Banken, gegenüber Institutionen, wahnsinnig hoch in der Bevölkerung. Die Leute haben gedacht, na gut, jetzt ist gerade eine der größten Investmentpleiten der Welt, der Banken der Welt pleite gegangen. Was machen wir da? Wir wollen ja unser Geld sicher haben. Machen wir doch einfach mal das ohne die Banken. Und in dieser Zeit poppen eben die Kryptowährungen hoch und dann wird auch die erste große Kryptowährung der Welt gegründet, Bitcoin. Und das wird gegründet von einem Pseudonym, Satoshi Nakamoto. Wir wissen bis heute nicht, ob das eigentlich eine echte Person ist oder eben eine oder mehrere, ein Kollektiv. Das weiß man nicht genau. Ja, und diese Bitcoin-Story ist ja eben auch, wir versprechen vor allen Dingen auch Menschen Zugang zu Geld ohne ein Bankkonto. Und damit erreicht man dann natürlich auch Menschen in den hintersten Ecken der Welt, sage ich mal, die nicht so einfach Zugang an eben ein Bankkonto, an Banking haben. Und da reicht dann eigentlich ein Internetanschluss. Man braucht eigentlich nur Internet, um irgendwie Bitcoin nutzen zu können, um Kryptowährungen nutzen zu können. Das ist natürlich ein großes Versprechen, eine große Hoffnung, die zig Millionen Menschen gegeben wird, um Transaktionen transparenter zu machen, um alles einfacher zu gestalten. Aber wir wissen natürlich auch, der Bitcoin-Kurs ist extrem schwankend. Also die Leute, die hier in Bitcoin investiert sind, die wissen es am besten, wenn sie hier in Depot schauen. Das kann von einem Tag auf den anderen komplett runterfallen. Gerade sind wir ungefähr bei $25.000. Der war auch schon mal bei 65.000 und war auch schon mal ganz am Anfang in den Centbeträgen. Da gibt es auch eine lustige Anekdote. Lustig kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das natürlich erzählt. Ganz am Anfang hat mal ein Mann 2 Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft, weil damals war einfach noch nicht klar, dass Bitcoin einfach irgendwann so wertvoll ist. Heute, wenn man drauf schaut, natürlich sehr tragisch, wären eine Viertelmillion wert. Oh, eine Pizza für eine Viertelmillion, 2 Pizzen. Aber 2 Pizzen und wir wissen ja nicht, was drauf lag vielleicht. Ach, was wäre dein Millionenbelag wert gewesen? Trüffel? 1 Million Euro drauf. Ja, Wahnsinn, ey, die Geschichte ist echt krass. Also sollen wir jetzt noch einsteigen, was meinst du? Ich mache natürlich keine Anlageberatung hier, aber ich persönlich finde $25.000 ist in Ordnung. Ich glaube, da geht es noch nach oben. Aber okay, soll natürlich sich jeder selbst informieren. Ihr könnt euch ja nachher nochmal vertrauensvoll an Leo wenden. Nicht nur ich frage natürlich, soll man da jetzt noch einsteigen, sondern damals fragt sich das eben auch Ruja Ignatova. Und sie möchte früh Teil dieses Hypes sein, dieses Krypto-Hypes. Und gründet dann eben ihre eigene Kryptowährung OneCoin. Das ist im Jahr 2014. Sie macht das gemeinsam mit einem Geschäftspartner, Sebastian Greenwood heißt der. Der ist derjenige gewesen, der sie vorhin im Video angekündigt hat, lustigerweise als seine Sister. Man weiß aber, dass sie vermutlich mal ein Verhältnis hatten und eben Geschäftspartner waren. Interessant. Sie holt aber auch ihren wirklichen Bruder tatsächlich rein ins Geschäft. Das ist dieser junge Mann hier, Konstantin Ignatov. Und der wird ihre rechte Hand und gleichzeitig ihr Bodyguard. Und ich muss sagen, das passt auch ganz gut, finde ich, mit den Tattoos. Ja, es sieht nach einem sehr seriösen Finanzberater aus. Ja, und diese Gruppe reist dann um die ganze Welt mit der Mission, die Leute überall auf der ganzen Welt von ihrer Kryptowährung zu überzeugen. Sie nennen das dann diese Reise Coin Rush und ja, sprechen dann auf Bühnen, auf kleinen Webinaren mit den Menschen und versuchen ihre Kryptowährung an den Mann oder die Frau zu bringen. Und das Besondere war auch, dass sie sich auch noch einen Titel gegeben hat, einen Doktortitel. Und dann haben sie alle nur noch
Dr. Ruja genannt. Das hat natürlich auch nochmal für Kinder. Aber war das ein echter Doktortitel oder? Da ist man sich nicht so ganz sicher. Also es konnte bislang nicht lupenrein nachgewiesen werden. Ja, wahrscheinlich eher. Genau. Jedenfalls positioniert sie ihre Kryptowährung, OneCoin, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, als Bitcoin-Killer. Also sie möchte noch besser sein als Bitcoin. Das ist der Grund, warum die Leute jetzt bei ihr investieren sollen. Und ihre Währung wäre besser, inklusiver und familiärer. Sie nennt dann ihre Community die Bitcoin, die OneCoin-Family. Sie hat das aber selber auch noch mal da auf diesem Auftritt in London im Wembley-Stadion ganz gut erklärt. OneCoin is easy to use. OneCoin is for everyone. Make payments everywhere, everyone, globally. And this is who we are, global citizens of a small world wanting to make a change. So in the last 2 years, I've been called a lot of things. And probably the best thing that the press called me was OneCoin, who is supposed to be the Bitcoin killer. Bitcoin-Killer, das ist natürlich einfach auch ein super Werbeslogan, muss man sagen. Super Kampfansage. Super Kampfansage. Da denkt man, da steckt was dahinter. Sie verspricht den Leuten dann, in 2 Jahren werden über 1 Million Händler weltweit OneCoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Und da denkt man natürlich, super, ich muss jetzt einfach nur früh investieren und dann in 2 Jahren kann ich damit überall zahlen. Das ging ja eine Zeit da. Ging das gerade los, dass man mit Bitcoin eben langsam bezahlen konnte. Das war ja am Anfang auch noch nicht möglich. Und damit hat sie eben ja eine Vision bei den Leuten erzeugt. Und vor allen Dingen hat sie das ja aber auch geschafft, das müssen wir auch jetzt nochmal sagen, durch ihre Art und Weise des Auftritts. Sie hat ja vermittelt, ich bin der Boss, ich bin super reich mit meinem pailletenbesetzten Kleid. Sie ist da auf Partys vorgefahren mit einem Rolls Royce. Sie hatte eine 18 Millionen Euro teure zweistöckige Wohnung im Londoner Stadtteil Kensington. Damit hat sie rumgeprotzt. Und vor allen Dingen hat sie auch ihren Geburtstag gefeiert. Sehr pompös. Sie war sehr bekannt für ihre krassen Partys. Stimmt. Auf jeden Fall. Hast du nicht mehr gesagt, irgendwer hatte mal gesagt, das war die krasseste Party? Ja, sie hat in Bulgarien eine Riesenvilla direkt am Wasser gehabt und ihre Freundin, damalige Freundin, hat dann erzählt in einem Interview, das war die beste Party aller Zeiten. Ja, ich wäre auch gern dabei gewesen, ich sag's, wie es ist. Und jedenfalls feiert sie ihren Geburtstag im Victoria and Albert Museum in London, ein bekanntes Museum, und lässt sich da mit einem Rolls Royce vorfahren. Es wird ein Kuchen in Kronenform aufgeschnitten, weil sie die Crypto-Queen ist. Da haben wir auch noch mal einen kleinen Ausschnitt von mitgebracht. Ja, sieht doch einer guten Party aus, oder? Also da ist der Champagner geflossen. Also wenn ich die Bilder sehe, dann denke ich, okay, sie ist erfolgreich und ich will mitmachen, auf jeden Fall. Ja, und damit hat sie natürlich auch gespielt, weil sie hatte natürlich Investoren, damit mit solchen Partys auch, hat sie damit gelockt und sie dann nur die ganz Speziellen dahin eingeladen, gesagt, ja, wenn du eingeladen wirst auf unsere OneCoin-Family-Party und auf meinen Geburtstag, hast du es quasi geschafft. Du bist einer der exklusiven Investoren, die daran teilhaben dürfen, an diesem Hype. Und dieser Hype, der zeigt sich sogar, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video gesehen hat, aber die Leute hatten sogar ein OneCoin-Handzeichen. Wie so ein Kult eigentlich. So, ne? Wie ging das nochmal? So war das, ne? OneCoin. Es gab sogar auch noch einen eigenen Song. Den haben wir natürlich auch noch mitgebracht, den wollen wir euch auch nicht vorenthalten. It's time to get started with OneCoin, so here we go, yeah. Hey, one vision. Uh-huh. One coin, alright. Feeling good, time to get it right. Feeling good, time to get it right. Was sagst du zum Song? Also ich finde, dafür, dass die Partys so pompös wären, hätte man das Video ein bisschen cooler machen können, aber der Song ist natürlich ein Ohrwurm. Ich glaube auch, das wäre ein Ohrwurm. Du musst mal den Refrain nochmal zu Ende hören. Das geht schon ins Ohr. Aber wir werden jetzt hier nicht anfangen zu rappen, keine Sorge, das machen wir nicht. Was sie damit erzeugt hat, ist, sie hat natürlich Emotionen bei ihren Opfern erzeugt. Und für jeden erfolgreichen Betrug muss man Emotionen bei seinen Opfern aufbauen. Das hat mal eine Kriminalpsychologin, Lydia Benecker heißt sie, hat sie mal gesagt. Und das hat sie eben, geschafft. Und dadurch war sie auch sehr
erfolgreich. Unter anderem hat sie dann das geschafft, in Sofia in Bulgarien ihr Headquarter aufzubauen. Dann hatte sie innerhalb kürzester Zeit schon ein Dutzend Mitarbeiter. So sah das dann später von außen aus. Und 2016 dann ja auch in London. 2016 hat sie ihr Büro in London eröffnet, ganz in der Nähe vom Buckingham Palace, mitten in der Finanzhauptstadt der Welt. Das war natürlich auch ein starkes Zeichen. Also das war ein Zeichen wie, wenn wir seriös sind, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir groß sind, dann müssen wir natürlich in die Finanzhauptstadt nach London. Und da war sie mittendrin. Und 2017, nur 3 Jahre nach dem Launch, gab es bereits 3 Millionen Mitglieder, also 3 Millionen Menschen, die in OneCoin investiert haben. Und allein in Deutschland waren es schätzungsweise 60.000 Menschen, die in OneCoin investiert haben. Und sie hat sie natürlich auch nicht nur mit ihrer Masche, mit dem Marketing und mit dem ganzen pompösen Auftritt angelockt, sondern auch mit einem großen Versprechen. Sie hat den Leuten versprochen, in 12 Monaten kassieren die eine 80-fache Rendite auf ihre Investitionen. Ist das also realistisch? Also ich würde sagen, wenn jemand zu dir ankommt und dir irgendeine Rendite verspricht, ist das schon mal ein Alarmsignal, weil keiner weiß, wie sich die Märkte entwickeln, keiner weiß, wie die Aktien sich entwickeln, wie die Kryptowährungen sich entwickeln. Also Versprechen ist schon mal ganz schlecht. Da ist schon, sollte man eigentlich schon die Finger von lassen. Und wenn jemand noch ankommt und dir nicht nur verspricht, dass es hochgeht, sondern eine 80-fache Rendite, dann müsste man eigentlich schon rennen. Also spätestens da hätten die Leute blicken müssen, nee, da ist was faul, weil das kann nicht sein. Mhm. Also sie hat da im Prinzip auch mit diesem, ja, mit diesem Wunsch der Menschen gespielt, schnell Geld zu verdienen. Ja, sie hat auch die FOMO-Taktik angewendet, also FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, vielleicht auch. Die Angst, irgendwas zu verpassen. Das war ja ganz besonders bei ihr, weil ihre Masche war ja ganz einfach. Bitcoin ist gestiegen, sehr viele Menschen sind mit Bitcoin sehr, sehr reich geworden und ihr habt es nicht geschafft. Ihr wart zu langsam, ihr wart ängstlich, ihr habt keine Lust gehabt, keine Zeit gehabt, euch mit Bitcoin zu beschäftigen, aber sehr viele Leute sind sehr, sehr reich geworden. Aber die Chance habt ihr verpasst. Und mit OneCoin, da habt ihr die zweite Chance. Da könnt ihr reich werden. Und wer das nicht nutzt, selbst schuld. Das ist sozusagen ihr psychologischer Trick. Also im Prinzip, wenn ich jetzt selber nicht reich werden will, dann bin ich quasi selber schuld. Alles klar. Das verstehe ich natürlich, dass man damit dann die Leute kriegt. Und es ging auch eigentlich immer ganz gut weiter. Also die Kryptowährungen sind immer weiter gestiegen. 2016 war für sie eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Sehr viel Geld eingenommen. Und eigentlich war es auf dem Höhepunkt. Doch hinter den Kulissen hat es angefangen, langsam zu bröckeln. Denn ab Ende 2016 wurden dann die Finanzbehörden zum ersten Mal auf sie aufmerksam. Finanztest, so eine verbraucherfreundliche Plattform, hat sogar OneCoin im September 2016 auf die Warnliste gesetzt. Ah, da gab es also erste Warnzeichen. Da gab es erste Warnzeichen und Sparkasse in Greven, also in der deutschen Stadt, hat OneCoin angezeigt wegen Geldwäsche. Weil sie haben dann gesehen, dass irgendwie hohe Summen von einem OneCoin-Konto in Deutschland auf komische, ominöse Steueroasen in die Karibik abgesendet wurden. Und das ist natürlich auch ein Alarmsignal, vor allem für eine Sparkasse, wenn sie sieht, Millionenbeträge irgendwo in die Karibik, das kann nicht ganz koscher sein. Und dann ging es in dem Thema auch immer weiter. Im Februar 2017 sperrte dann die BaFin das Konto der IMS, das ist sozusagen die OneCoin, das OneCoin-Unternehmen in Deutschland. Gehen wir aber später auch noch und drauf ein. Hat den Handel mit OneCoin auch komplett verboten. Und dann ging es richtig los. FBI hat sich eingeschaltet und war hinterher. Und am 12. Oktober 2017 erhebte das New Yorker Gericht auch Anklage gegen sie. Und das heißt, von allen Seiten wurde sie dann sozusagen legal angegriffen. Und dann kam der ganz, ganz große Wendepunkt im Oktober 2017. Denn dort sollte in Lissabon eine Riesenveranstaltung stattfinden, also so wie im Wembley-Stadion in London. Wieder aber zigtausende Menschen. Doch sie kam nicht. Sie war einfach nicht da. Und normalerweise war sie immer bekannt dafür, immer zuverlässig zu sein, immer erreichbar zu sein. Eine Freundin hat auch mal erzählt, dass sie auch mit ihrem Handy geschlafen hat. Also wenn du sie um 3 Uhr nachts angerufen hast, du hättest nach einer Minute eine Antwort bekommen. Und plötzlich auf diesem großen Event ist die Crypto-Queen nicht da. Die Crypto-Queen ist auf einmal weg. Keiner weiß, wo sie ist. Ihre Mitarbeiter denken, ihr müsste jetzt was zugestoßen sein. Wurde sie vielleicht entführt? Es gibt erste Gerüchte, ob die Mafia vielleicht mit drin steckt. Da hatte sie nämlich auch Verbindungen, wie wir später herausgefunden haben. Später weiß man aus den Ermittlungen, was an diesem Tag passiert ist. An dem 25. Oktober 2017, ich fasse noch mal kurz zusammen, ja, das ist ein paar Tage, wenige Tage später, nachdem das New Yorker Gericht Anklage gegen sie erhoben hat und einen Haftbefehl veranlasst hat. Also am 25. Oktober 2017 steigt sie in Sofia in Bulgarien in ein Ryanair-Flugzeug. Sie ist in Begleitung ihres Bodyguards und dann wird sie in Athen in Empfang genommen von 2 russisch sprechenden Männern.
Ihr Bodyguard fliegt aber alleine zurück und da verliert sich ihre Spur und niemand weiß, wo sie seitdem ist. Ja, sie lässt zurück ihre OneCoin-Family, Anleger aus Afrika, Venezuela, China, Europa, die sie um ja, mutmaßlich ca. 4 Milliarden US-Dollar betrogen haben soll. Und das Tragische ist natürlich daran, dass diese Anleger, die das waren auch Kleinanleger, die haben teilweise ihre Altersvorsorge da reingesteckt. Du hast da mal eine ganz Ja, es gibt ein sehr, sehr trauriges Anekdote. Beispiel, das eigentlich zeigt, wie schlimm dieses Verbrechen eigentlich ist. Weil na klar, wir hören 4 Milliarden, die da irgendwie geklaut wurden, 3 Millionen Menschen investiert haben. Das sind ja alles Statistiken, große Zahlen, aber dahinter verbergen sich auch Einzelschicksale. Und es gibt einen Mann in Uganda zum Beispiel, der hat seine 2 Ziegen verkauft und die ganze Altersvorsorge und die Ersparnisse seiner Familie in diesen OneCoin investiert und natürlich alles verloren und steht jetzt vor dem Nichts. Und das zeigt an dem Beispiel, wie viele Leben sie eigentlich zerstört hat mit ihrem Verbrechen. Ja, das ist echt dramatisch gewesen für insbesondere natürlich solche Schicksale. Und jetzt kommt eben langsam heraus, immer mehr, was das denn eigentlich für ein Betrug war mit OneCoin. In der Zwischenzeit übernimmt jetzt ihr Bruder Konstantin Ignatow, ne, wir erinnern uns, der Bodyguard, übernimmt jetzt die Geschäfte. Hinter den Kulissen brodelt es sich aber immer weiter zusammen. Die Ermittlungsbehörden arbeiten jetzt mittlerweile weltweit zusammen. Es gibt eine Interpol-Arbeitsgruppe, die sich Satellite nennt. Das FBI ist eingeschaltet, haben wir schon gesagt. Und dann meldet sich ein Mann, der bei den Behörden echt für Aufruhr sorgt und denen ganz schön weiterhilft. Ja, das war ein großer Wendepunkt sozusagen in dem Fall. Da kam ein Whistleblower aus Skandinavien an zu den Ermittlern und meinte, hey, ich habe eine spannende Info für euch. Denn ich wurde als externer Dienstleister von OneCoin mal angeworben, die Blockchain für sie zu bauen. Aber nicht vor OneCoin, vor der Gründung, sondern als es schon längst hoch war, als es schon längst da war und die Leute schon längst investiert haben. Und das hat einfach gezeigt, es gab nie eine Blockchain. Es gab auch nie OneCoin, es gab die Kryptowährung einfach gar nicht. Das war alles ein ganz großer Schwindel. Und ohne eine Blockchain ist eine Kryptowährung ja eigentlich gar keine echte Kryptowährung. Ja, die haben das auch sehr schlau gemacht, weil OneCoin hat dann immer gesagt, wir halten unsere Blockchain-Technologie geheim, weil wir wollen die Daten schützen, wir wollen nicht wissen, dass Leute verstehen, wie unsere Technologie funktioniert, aber im Endeffekt hatten sie gar nichts. Ja, und dann stellt sich jetzt eigentlich hinaus, OneCoin ist eigentlich nur ein klassisches Schneeballsystem, sondern gar keine Kryptowährung. Man hat das dann auch Ponzi-Scheme genannt in den USA. Und ich vergleiche das immer so ganz gern, ich hoffe, jetzt ist es no offense, aber ich vergleiche es immer so ganz gerne so mit diesem Tupperwaren-Prinzip. Ja? Man muss da andere Leute werben, um auf eine Tupper-Party zu gehen und man verdient dann an dem Umsatz der anderen, die ich da geworben habe, mit. Also das nennt man Multilevel-Marketing-System, was da bei OneCoin abgelaufen ist. Wenn ihr diesen Begriff hört, MLM, Multilevel-Marketing, rennt im Prinzip. Da müsst ihr nicht daran teilnehmen. Das bedeutet, die Leute haben da eigentlich nur so Schulungspakete zu OneCoin gekauft, wie man denn mit OneCoin angeblich umgeht oder eben in diesem Multilevel-Marketing-System aufsteigt. Das gab dann verschiedene Stufen, auf denen die Mitglieder sein konnten. Wurde natürlich royal benannt nach Diamanten. Es gab dann ganz unten die Blue Diamonds, dann gab es die Black Diamond Stage und ganz, ganz oben die Top-Verkaufsleute quasi, die waren die Crown Diamonds, die Kronjuwelen quasi. Und ja, diese Menschen haben, das ist dann aus einer späteren Statistik, die BuzzFeed dann mal rausgefunden hat, entnommen worden, diese Crown Diamond Members, das waren insgesamt nur 4 Leute oben an der Spitze, die haben allein im September 2016 231 Millionen Euro Umsatz OneCoin eingebracht. Allein diese Member. Und das zeigt natürlich, woher dieses Riesen oder diese Riesenmilliarden an Summen, die ja, Ruscha Ignatova da aufgetrieben hat, wo die herkamen. Und was auch spannend ist zu sagen, also normaler Kurs von der Kryptowährung oder von der Aktie wird ja durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Also es gibt ja eine Börse, man kann den Preis handeln, man kann jederzeit verkaufen, kaufen, wenn die Börse geöffnet ist natürlich. Aber bei OneCoin hat man auch den Kurs auf der Seite gesehen und die ganzen Investoren, Kleinanleger haben gedacht, okay, so entwickelt sich der Kurs, aber wie sich danach herausgestellt hat, der Kurs war einfach frei erfunden. Also das Team um Ruja, die saßen wahrscheinlich morgens da und haben gedacht, okay, was machen wir heute? Hauptsache, es geht nach oben. Aber wie genau der Preis entstanden ist, nobody knows. Und
Das zeigt ja auch, was für ein Betrug da eigentlich dahinter stand. Genau, und die Kunden haben natürlich in ihrem Profil gesehen, oh, ah ja, der Kurs von OneCoin, der steigt ja immer mehr, ist ja super. Jetzt mittlerweile ist mein Investment, das ich damals getätigt habe, schon das Doppelte oder das Dreifache oder das Zehnfache wert. Und man konnte das ja auch gar nicht so leicht umtauschen. Also man konnte nicht sagen, okay, der Kurs ist jetzt gestiegen, jetzt hole ich mir mein Geld zurück, sondern man konnte immer nur so ganz, ganz kleine Teile von OneCoins zurücktauschen. Deswegen war das ein sehr kluges, aber sehr kriminelles System. Ja, sehr ausgeklügelt auf jeden Fall. Ja, jetzt tauchen immer mehr Details über Ruja, aber auch ihre Familie auf. Und die zeigen ja eigentlich, dass von Anfang an ihre weiße Weste, wie sie dargestellt hat, gar nicht so weiß war. Ja, es gab da so eine kleine Meldung auch von BuzzFeed. Die haben herausgefunden, dass Ruja 2009 eine Immobilie in Neu-Isenburg gekauft hat. Und die Immobilie ist nur 10 Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt. Also das ist natürlich heute nur Spekulation, aber man kann sich natürlich denken, wer braucht eine Wohnung nur 10 Minuten vom Flughafen? Also wahrscheinlich jemand, der eventuell irgendwann sehr schnell fliehen muss. Und dann gab es noch einen anderen Fall mit einer Gießerei, aber da war es ganz schlimm. Das hat sich wirklich schon gezeigt, das ist schon sehr früh im Jahr 2010, dass sie da echt schon kriminelle Tendenzen hatte. Also 2010 kauft sie zusammen mit ihrem Vater eine alte Gießerei im Allgäu, in Deutschland auch. Und diese Gießerei steht kurz vor der Insolvenz. Und bereits anderthalb Jahre später verkauft sie diese Gießerei wieder. Die Anwohner damals hatten sich mega gefreut, weil sie dachten, diese Gießerei wird jetzt gerettet. Was haben Ruja und ihr Vater gemacht? Sie haben diese Gießerei komplett ausgepresst. Alles, was dann noch an Vermögen, an Maschinen, an ja, Produktionsanlagen noch da war, haben sie abgebaut und abtransportieren lassen. Alles Geld, das noch da war, da rausgepresst und haben diese Gießerei dann natürlich pleite gehen lassen. Die 160 Menschen, die da ihren Arbeitsplatz verloren haben, die haben sie dann sich selbst überlassen. Und dafür wurde sie dann tatsächlich auch vier Jahre später, im Oktober 2016, verurteilt von Amtsgericht Augsburg wegen Insolvenzverschleppung, Betrug und Verletzung der Buchhaltungspflicht zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten. Also sie war schon 2016, während sie eigentlich noch mit OneCoin auf dem Höhepunkt ihrer Leistung war, war sie schon vorbestraft. Eine verurteilte Verbrecherin. Und das finde ich persönlich so krass, dass jemand, der im selben Jahr verurteilt wird an einem deutschen Gericht und wirklich offiziell ein Verbrecher ist, zeitgleich so ein großes Unternehmen aufbauen kann, wo so viele Menschen investieren und irgendwie keiner irgendwie auf dem Schirm hat, dass das eigentlich die Verbrecherin ist. Ja, das fand ich auch echt krass. Und in dieser Zeit, also nach diesem Verkauf der Gießerei, ist sie dann erstmal ins Ausland, also weil sie dann natürlich auch gemerkt hat, oh, das wird hier jetzt ein bisschen kritisch für mich. Ist dann eben wieder nach Bulgarien, teilweise aber auch Dubai, da hatte sie sehr gute Beziehungen. Und da schließt sie sich dem nächsten Betrug an, quasi dem Vorgängerbetrug von OneCoin. Bitcoin hieß der. Das war auch so ein klassischer Multi-Level-Marketing-Scam. Da hat sie dann auch Sebastian Greenwood kennengelernt. Und da haben die beiden im Prinzip das Gleiche schon mal abgezogen wie bei OneCoin, nur noch nicht in Ansatzweise so groß. So, jetzt geht's also weiter. Ne? Wir merken, okay, es kommt immer mehr hoch, die Ermittlungsbehörden finden immer mehr raus. Und jetzt sind wir im Januar 2018. Da durchsuchen die Ermittlungsbehörden die Arbeit mittlerweile weltweit zusammen, insbesondere auf Betreiben deutscher Staatsanwälte, kann man sagen, und von Interpol. Die durchsuchen jetzt diese OneCoin-Zentrale hier in Sofia und auch noch 14 weitere Firmen. Im Februar 2018 wird sie parallel vom US-Gericht angeklagt und Ruja wird jetzt mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und dann kommt es zu einem weiteren großen, großen Wendepunkt. Zwei Jahre, nachdem Ruja abgetaucht ist, am 26. März 2019 passiert was ganz Spektakuläres. Ihr Bruder Konstantin, gerade Chef von OneCoin, sitzt im Flieger Turkish Airlines nach Istanbul. Sitzt da, wartet auf seinen Flug, vielleicht hat er sich schon Tomatensaft bestellt. Und plötzlich stürmt das FBI den Flieger, nimmt ihn mit. Er wird angeklagt wegen Geldwäsche, nach New York geflogen, landet dort in Untersuchungshaft und wird befragt. Und was macht er im Knast? Er packt aus, er singt, er macht einen Deal und erzählt nahezu alles. Ja, und mit Hilfe dieser Informationen sind jetzt natürlich auch die Staatsanwälte, die Ermittler in der Lage, das alles nachzuvollziehen, wie das alles abgelaufen ist. Und der Gerichtsprozess beginnt dann in den USA und auch in Deutschland im Jahr 2019. Und aus diesen Gerichtsakten haben wir eine E-Mail mitgebracht. Da wird es ganz, ganz deutlich, dass Ruja von Anfang an wusste, dass es kriminell ist, was sie macht. Und von Anfang an ihr klar war, das ist ein Verbrechen. Ich zitiere mal aus dieser E-Mail, die sie an ihren Komplizen Greenwood gesendet hat.
Es ist zwar nichts wirklich Sauberes oder worauf ich stolz sein kann, außer mit dir privat, wenn wir das Geld verdienen. Du als die magische Verkaufsmaschine und ich als jemand, der wirklich mit Zahlen umgehen kann. Wir könnten es wirklich groß machen, wie Multilevel-Marketing trifft auf die Bitch der Wall Street. Ah, sich selbst als die Bitch der Wall Street zu bezeichnen, ist ja auch ambitioniert auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, wie ist dann aus diesen Gerichtsakten herausgekommen, wie sie dieses Firmengeflecht von OneCoin aufgebaut haben? Weil wir wissen ja, die haben ja wahnsinnig viel Geld gemacht über dieses Multilevel-Marketing-System. Wie haben sie das dann in den Firmen aufgebaut? Also OneCoin Limited hatte sozusagen zwei Sitze, einmal in Bulgarien und Dubai. Und es ist bekannt, das gab es wirklich eine Abteilung von mehreren Personen, deren einziger Job es war, den ganzen Tag Steueroasen auf der Welt zu suchen und Briefkastenfirmen zu gründen. Das haben sie den ganzen Tag gemacht. Und dann haben die das Geld zwischen den Fonds, den Steueroasen, den Briefkastenfirmen und allem anderen hin und her geschoben, sodass die Ermittlungsbehörden einfach nicht mehr wussten, wem gehört das Geld, wohin geht das Geld. Und die hatten so viele Briefkastenfirmen, dass sie einfach dort das ganze Geld verteilt haben. Und in diesen ganzen Adressen von Unternehmen ist vor allem ein Firmenname aufgefallen in Deutschland. Den haben wir schon vorher erwähnt, die IMS, die International Marketing Services GmbH, das Unternehmen, das von der Sparkasse angeklagt wurde. Ja, die IMS ist ein eigentlich bis dahin sehr unauffällig gebliebenes deutsches Unternehmen, das eben in Greven gegründet wurde und dort ein Konto bei der Sparkasse Greven hat. Am 24. März 2014 wurde es gegründet. Wir erinnern uns, im Jahr 2014 wurde auch OneCoin gegründet. Dieses Konto oder diese Firma gehört einem Ehepaar aus Greven. Und die sind dann die mutmaßlichen Komplizen von Ruja Ignatova geworden, weil ihre Firma OneCoin Limited eben in Bulgarien ansässig war. Die deutschen Kunden hätten nicht einfach das Geld an dieses bulgarische Konto überweisen dürfen. Das wäre dann mit der Finanzaufsicht schwierig geworden. Deswegen brauchte sie eine Art Strohfirma und Strohkonto in Deutschland, an denen die deutschen Kunden das überweisen konnten. Und das war die IMS. Und sie hat dann eben auch noch einen Anwalt gefunden aus München, der ihr dabei geholfen hat, dieses Geld mutmaßlich zu waschen. Diese drei Leute sind jetzt 2021 in Deutschland angeklagt worden. Da hat der Prozess begonnen. Ja, und wir wissen jetzt, okay, aus diesen Konten, die sie da aufgebaut, diesen Strohkonten, ist ganz viel Geld natürlich auch auf ihren Konten in den Steueroasen wieder eingegangen. Was macht sie denn jetzt aber mit diesem ganzen Geld? Was macht sie denn mit 4 Milliarden? Also sie liebte den Luxus, das haben wir schon in dem Partyvideo gesehen. Sie liebte Luxusklamotten, Luxus-Schmuck, alles. Die hatte die größte Yacht Bulgariens, hat sie besessen. Ah, die Davina. Die Davina. Dann Penthouse-Apartments in London, Shanghai, Hongkong, überall hatte sie Immobilien gehabt. Es gibt sogar das Gerücht, man weiß es nicht sicher, weil man es nicht gesehen hat, aber viele Ermittlungen haben das bestätigt, sozusagen das gesagt. Es gab einzelne Apartments, die nur dazu da waren, das ganze Bargeld zu sammeln. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein Luxus-Apartment, keine Schränke, keine Küche, kein Schlafzimmer, gar nichts, komplett leer, aber nur ein Haufen Bargeld ohne Ende. Bis nach oben an die Decke gestapelt soll das gewesen sein, ne? Du hast mir immer vorhin von dieser Szene von Breaking Bad. Wer Breaking Bad gesehen hat, der wird vielleicht sich an die Szene erinnern, wo Walter White zum ersten Mal Skyler das Geld in der Garage zeigt. Das war schon eine enorme Summe. Aber das waren mehrere Wohnungen nur mit Bargeld. Und sie hat sich neben den ganzen Apartments, Yachten und sonst was auch ein Ölfeld gekauft als Investment. Auch sehr spannend. Und natürlich das Thema Geldwäsche war bei ihr omnipräsent. Das ist jetzt natürlich auch die Frage, weil um an dieses ganze Bargeld zu kommen und das überall abheben zu können und eben über die verschiedenen Landesgrenzen transferieren zu können, brauchte sie jemanden, der ihr geholfen hat, dieses Geld zu waschen. Da hatten wir eben schon gesagt, diesen Anwalt aus München hatte sie mutmaßlich und dann hatte sie aber auch einen in den USA. Mark Scott hieß der, ein amerikanischer Anwalt und der wurde dann später auch nachdem eben Konstantin Ignatow ihr Bruder ausgepackt hat und Greenwood wurde dann später auch angeklagt. Nachdem die alle ausgepackt haben, war dann klar, alles klar, dieser Anwalt Mark Scott war auch beteiligt und der wurde dann auch 2021 in den USA wegen Geldwäsche und Bankbetrugs schuldig verurteilt. Und dank dieser ganzen Aufdeckung der Ermittler, der harten Arbeit der Staatsanwälte, wurde sie dann sogar, weil sie ja immer noch mittlerweile auf der Flucht ist, letztes Jahr auf die FBI Most Wanted Liste gesetzt. Also sie ist jetzt wirklich eine der 10 meistgesuchten Menschen der ganzen Welt vom FBI. Das muss man erstmal schaffen, ne?
Also, auch Respekt. Aber du hast erzählt, okay, die ganzen Komplizen werden angeklagt, sitzen auf der Anklagebank. Sie ist auf der Flucht weg. OneCoin ist am Ende? Möchte man meinen, dass diese Firma jetzt einfach quasi pleite ist oder den Bach runtergeht und die ganzen Anleger sagen, okay, alles klar, ich bin betrogen worden? Nein, es dauert eine ganze Weile, bis wirklich immer alle Anleger verstehen, dass das scheinbar ein Scam war. Ganz viele Trittbrettfahrer vor allen Dingen versuchen danach noch aus OneCoin noch so eine digitale zweite Währung zu machen oder einen Händler. Und ganz viele Anleger glauben wirklich noch, dass Dr. Ruja zurückkommt. Sie sagen doch, sie hat uns das doch versprochen. Wir müssen, das sind alles die Hater, die jetzt dagegen angehen, die Staatsanwälte, die Ermittlungsbehörden, das sind alles Hater. Wir werden in spätestens 2 Jahren alle reich. Doch was auch spannend ist, ist jetzt nicht OneCoin selbst, sondern wo ist diese Frau? Und ich persönlich, ich finde, es ist nicht spannend, wo sie ist, sondern ob sie überhaupt noch da ist. Weil, ob sie noch lebt. Ob sie noch lebt. Weil es gibt verschiedene Spekulationen, was mit ihr passiert sein kann. Und es ist auch bekannt, dass der Sicherheitschef von OneCoin war der größte Kokaindealer Bulgariens, also ein Schwerverbrecher. Das war der Sicherheitschef von ihrem Unternehmen. Und er ist auch bekannt dafür, Leute ermorden zu lassen, also er ist ein Pablo Escobar Bulgariens sozusagen. Mhm. Und es bestehen auch Ermittlungen gehen auch in die Richtung, wird auch spekuliert, dass er sie vielleicht töten ließ. Weil sie weiß natürlich sehr viel und wenn sie genauso sinkt wie ihr Bruder, kann es für ihn vielleicht auch nicht gut ausgehen. Ja, da gab es einige Spekulationen und natürlich Gerüchte in die Richtung, aber wirklich belastbare Beweise. Belastbar ist es nicht. Es kann natürlich sein, es gibt noch eine weitere Spekulation, dass sie in Dubai sein soll, weil sie mit einem Scheich sehr eng befreundet war, der ihr auch einen Diplomatenpass ausgestellt hat. Genau. Vielleicht ist sie da untergetaucht. Es gibt auch Spekulationen, dass sie eine Schönheits-OP gemacht hat, dass man sie vielleicht gar nicht wiedererkennt. Vielleicht aber sieht sie gar nicht mehr so aus. Wieder. Vielleicht sitzt sie hier irgendwo, aber... Wenn ihr sie seht, meldet euch bei uns. Bitte. Aber bislang ist sie noch verschwunden geblieben. Mittlerweile sind es schon, wie viele Jahre? Seit 2017, Wahnsinn. Sechs Jahre weg. 6 Jahre ist sie mittlerweile schon auf der Flucht. Das haben, glaube ich, gar nicht so viele Verbrecher bislang geschafft. Florian Homm war mal so 5 Jahre auf der Flucht, der hat es auch schon sehr lange geschafft. Und das ohne Schönheits-OP, by the way. Aber ja, Leo, was ist jetzt unser Fazit zu diesem Krypto-Scam? Sollten wir eigentlich alle am besten unsere Finger von Krypto lassen, damit uns sowas nicht passiert? Also ich denke, das Fazit aus der Geschichte sollte eigentlich sein, wie bei jedem Investment, eine ganz einfache Regel befolgen, nur in die Sachen investieren, die man auch versteht. Mhm. Ich finde, das ist ganz simpel. Also wenn man nicht versteht, was OneCoin ist, dann sollte man auch sein Geld nicht da rein investieren. Und spätestens, wenn die Leute irgendwie sich gedacht hätten, okay, ich will mir vielleicht das White Paper von OneCoin anschauen oder ich will mal die Blockchain, ich will mal gucken, wie das funktioniert, spätestens da hätte man wahrscheinlich verstanden, das gibt's alles gar nicht. Also eigentlich, glaube ich, das Fazit für normale Anleger sollte sein, investiert nur in Dinge, die ihr versteht. Und für die anderen sollte sein, seid nicht kriminell, das ist uncool. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Falls ihr wissen wollt, wie man sein Geld anlegt, ohne kriminell zu werden, dann hört Money Mindset. Und falls ihr wissen wollt, wie man 5 Jahre auf der Flucht bleibt, dann hört ihr Macht und Millionen. Wir freuen uns, falls ihr jetzt noch kurz da bleibt und wir eure Fragen beantworten dürft. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Genau, so, dafür könnt ihr, wenn ihr noch Fragen habt, gerne einmal euer Smartphone rausholen und dann den QR-Code abscannen, dann könnt ihr eure Frage per Handy einstellen. Könnt ihr es auch alles fragen. Oder ihr könnt auch einfach so hier reinfragen, wie ihr Bock habt. Ich mach das mal hier auf, genau. Ich sehe das dann nämlich hier, was die Fragen sind. Ja. Ich hoffe, das klappt jetzt. Super, genau. Schon mal vielen lieben Dank euch beiden. Louis hat hier auch schon das Wurfmikro. Oder wir machen es mit dem Würfel. Ja, komm doch an, wenn es vielleicht auch keine Fragen gibt, dann. Es gibt auch keine Frage. Hier gibt es Fragen. Oh. Leo, du sitzt im QR-Code. Sorry. Wenn es Fragen gibt, dann können wir die auch direkt. Oder wollt ihr es lieber mit dem Tinkorn-Mikro machen? Wie ist es für euch besser? Für uns ist beides okay. Guck mal, jetzt machen wir es mit dem Mikro. Ja, manchmal trauen sich nämlich Leute nicht ins Mikro zu sprechen, deswegen machen wir das mit dem QR-Code. Guter Gedanke. Danke. Ja, was ich mich gefragt habe, was ist denn mit den ganzen Leuten, wo jetzt auch noch Namen bekannt sind quasi oder diese andere Bank und sowas, haben die irgendwie jetzt, sind jetzt alle im
Gefängnis oder was ist mit den anderen Leuten, die da noch beteiligt waren, irgendwie weitergegangen? Ja, da viele Prozesse sind noch in Gange. Also der Mark Scott ist einer der ersten gewesen, der verurteilt wurde. Der Konstantin Ignatow ist mittlerweile, ist er glaube ich wieder frei. Der war ein paar Jahre im Gefängnis, hat aber natürlich dadurch, dass er ausgepackt hat, einen guten Deal gemacht. Das ist ja ganz oft so, ne? Wenn die dann erzählen, wie das alles abgelaufen ist, dann ist das natürlich der Deal, dass die ihr eigenes Strafmaß reduzieren. Was hatte ich gesagt, das Ehepaar aus Greven und der Anwalt aus München, da ist der Prozess auch noch in Gang. Die sind 2021 ist das losgegangen. Genau, aber da gibt es noch einige mehr. Es gibt noch sehr viele Namen, insbesondere in den USA, die da auch angeklagt sind und beteiligt waren. Nur, man muss sich ja bei so einem Fall immer überlegen, welche Namen man hier jetzt alle erzählt, sonst wird es zu viel. Aber es gibt einen ganz, ganz tollen Podcast über mehrere Teile tatsächlich von der BBC. Kann ich sehr empfehlen, von Jamie Bartlett, der hat auch sehr viel recherchiert. Da sind die ganzen einzelnen Namen auch nochmal aufgelistet. Das hätte nur alles nicht in 45 Minuten gepasst. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, da hinten ist so. Ach, guck mal, ich habe hier auch eine, ja. Ich überlasse jetzt mal hier euch die Q&A-Situation, ja. Einfach weil Lucy schon rumführt. Super. Wer ist denn die Zielgruppe von solchen Scams? Weil, also, ich finde, da stehen alle Warnsignale drauf, die ich mir so vorstellen kann, in allen Schritten. Aber es gab ja 60.000 Menschen, die drauf gefallen sind. Also, ja. Ich glaube, die Zielgruppe, vor allem bei solchen Scams, sind Leute, die sich vielleicht nicht sehr viel mit Finanzen beschäftigen und hoffen, dass sie vielleicht schnell reich werden können. Vor allem eine große Zielgruppe von OneCoin war vor allem Entwicklungsländer. Also das ist auch bekannt, dass der Bruder auch nach Uganda gereist ist mit einem PR-Team und da irgendwie Kindergärten gebaut hat und gesagt, mit OneCoin holen wir euch alle raus, wir machen aus der Armut, holen wir euch raus und geben euch ein besseres Leben. Und das war vor allem die Zielgruppe. Also Leute, die nicht wohlhabend sind, aber einfach hoffen, da rauszukommen. Genau. Und das ist ja echt das Traurige, weil die Leute, die eh schon sozusagen am Boden sind, die einfach noch weiter darunter zu drücken. Ja. Hat das deine Frage beantwortet? Sehr schön, danke. Tatsächlich kamen jetzt hier Fragen über den QR-Code. Wer ist deiner Meinung nach der deutsche Top-Manager mit der meisten kriminellen Energie? Muss noch im Amt sein. Oh. Ist hier jemand da? Ich kann nicht irgendwie angeklagt werden? Ich weiß nicht. Ich finde es immer bewundernswert, dass Carsten Maschmeyer noch so oben mitspielt. Wenn er da ist, sorry, gut. Aber ist so. Ja. Ja, aber der ist ja noch nicht verurteilt worden. Also wir müssen ja schon auch immer vorsichtig sein. Deswegen habe ich gefragt, ob jemand juristisch ist. Also ich glaube, das ist schwer, der noch im Amt ist und das dem jetzt kriminelle Energie zu unterstellen, weil wenn das... aber naja, ich würde noch... Wenn da noch niemand überführt worden ist... Ich hätte noch einen Namen, wenn... Was hast du jemanden? Ich finde zum Beispiel René Benko ist natürlich auch so. Ne? Der ist jetzt nicht in Deutschland, aber stimmt. Das ist natürlich auch Charakter, da kann man sich genauer anschauen. Ja, aber eben auch da, ne? Gut, da gab es ja schon mal ein paar Anklagen. Du bist diplomatisch hier. Wir müssen justiziabel bleiben. Ja, deswegen frage ich, ob jemand da ist, der mich anklagen kann. Nee, aber René Benko, hast du recht. Also ich glaube auch da, also meine Vermutung wäre, dass da in den nächsten Jahren noch einiges auf uns zukommt. Ich versuche jetzt vage zu bleiben. Aber ansonsten, deutsche Top mit dem, ich finde ja Middelhoff auch einfach toll. Ja, ist auch ein super Fall. Haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Ich hoffe, es hat die Frage beantwortet. Next. Das Verfahren gegen die Grevener Tatbeteiligten läuft ja schon eine ganze Weile, aber man hört so wenig darüber. Was denkt ihr, wird genug über solche Prozesse für die breite Öffentlichkeit berichtet? Spannender Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass der für die breite Öffentlichkeit, dass es die meisten Leute gar nicht so doll interessiert, weil gerade ja auch so Finanzverbrechen so oft so kompliziert sind. Das haben wir ja auch bei Cum-Ex zum Beispiel erlebt ganz lange. Das war, ich meine, wir wissen, dass dieses Cum-Ex-Problem besteht schon seit irgendwie 20 Jahren. Das hat aber weder Politik noch irgendwie Öffentlichkeit groß interessiert, bis das nicht mal irgendwie konkret an Personen festgemacht werden konnte, bis Scholz nicht wirklich irgendwie auf der Bühne auftrat, quasi auf der Cum-Ex-Bühne, bis Hanno Berger nicht wirklich dingfest gemacht werden konnte. Ich glaube, man muss, die große Herausforderung bei diesen Scams und Finanzbetrügen ist eben, das greifbar zu machen, das zu erklären, was das eben auch für die Bevölkerung bedeutet und dass Cum-Ex eben eigentlich der größte Steuerraub aller Zeiten ist. Und das bedeutet eben, wenn wir jetzt
30 Milliarden Euro haben, die da an den Steuereinnahmen fehlen. Das sind Einnahmen, die fehlen für Schulen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe von Journalismus, diese Korrelation dann halt herzustellen und das ja, aufzudecken. Aber du hast recht. Und ich habe jetzt eigentlich auch noch mal Lust, wieder in dieses Grevener-Verfahren einzusteigen. Und vielleicht werden wir da bei Business Insider noch mal ein bisschen mehr darüber berichten. Wir können es ja noch mal anstoßen. Machen wir. Wir reden uns ja immer ein, aus Volkswagen und Wirecard gelernt zu haben. Haben wir das wirklich oder ist es nur eine Frage der Zeit bis für den nächsten Knall? Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, Wirecard ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Es ist ja gerade eines der jüngsten Beispiele überhaupt. Wie das auch in einer Zeit passieren kann, in der wir eigentlich aufgeklärt sein sollten, eben nach dem Dieselskandal. Theranos in den USA, auch ähnlich. Ich glaube, immer wenn da irgendwie eine Geschichte erzählt wird, die zu gut ist, um wahr zu sein und eben mit der FOMO gespielt wird, mit einem Hype, und an dem man teilhaben wollte. Ja, die deutsche Regierung wollte auch irgendwie das nächste Silicon Valley Startup in Deutschland gründen und oder beziehungsweise in Deutschland haben und deswegen eben hat, ja, wurde Wirecard massiv unterstützt. Also das ist mein Eindruck. Deswegen ist auch Finanzbildung also umso wichtiger, weil ich glaube, wenn, keine Ahnung, wenn wir Finanzschulfächer hätten oder so, dass die Leute sich von früh einfach damit beschäftigen, dann würden die auch die Grundregeln, so wie du da hinten gesagt hast, also dass man nicht in Dinge investiert, die man nicht versteht, einfach verinnerlichen und dann würde es, glaube ich, vielleicht weniger Fälle geben, aber Stand jetzt, glaube ich, könnte so ein OneCoin locker nochmal funktionieren. Ist ja auch gerade, es passiert ja gefühlt alle paar Wochen, haben wir den nächsten Skandal, allein bei der Credit Suisse, was da jetzt beim Niedergang auch alles falsch gemacht wurde an Managementfehlern, wirklich Missmanagement seit 12 Jahren, was alles eigentlich absehbar war und also ich sehe da leider nicht viel. Also was Gutes für Macht und Millionen, dann haben wir immer noch weiter Fälle. Haben wir noch eine Frage, vielleicht aus dem Publikum direkt? Jemand mit dem Würfel noch? Da? Sonst, wenn du magst, kannst du einfach reinrufen. Oder du, hier in mein Mikro. Super. Hallo? So. Kannst du einen Vergleich ziehen zu diesen NFT-Affenbildchen-Geschichten? Weil das war ja auch vor allem von Gier getrieben. Das bist du wieder, welcher? Ja, ja, von den NFT-Affen, von den Krypto-Affen, ja. Das war auch eigentlich eine richtig krasse Geschichte. Also die waren ja zwischendurch Millionen wert, so NFT-Bilder. Verstehe ich bis heute persönlich gar nicht. Also hab mich damals mal damit auseinandergesetzt, aber warum die Leute die NFT-Bilder gekauft haben. Aber ich glaube, das war genau, ich habe dasselbe Mechanismus, also Gier frisst Hirn. Dass man irgendwie denkt, man wird sehr schnell reich, alle machen das. Ich meine, bei den Affen war das ja vor allem so, dass sehr viele Prominente auf den Zug gesprungen sind oder Werbung gemacht haben und irgendwie gesagt haben, investiert da rein, das ist sehr gut, es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Und ich glaube, das ist einfach, also eigentlich sind diese ganzen Finanzskandale basierend vor allem auf einer Sache, man will irgendwie schnell reich werden, ohne irgendwas zu machen und vertraut irgendwelchen zwielichtigen Leuten, die am Ende nur davon profitieren, dass man da rein investiert. Aber vom Produkt selbst bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Also auch da wieder sich erst selber informieren, was eigentlich hinter diesem Produkt steckt, ins White Paper oder sowas gucken, wenn das geht. Oder das sagen ja auch ganz viele Aktienexperten bei euch immer, ne, dass man sich vorher einmal das Unternehmen, in dessen Aktie man da investiert, sich einmal angucken, einmal in den Geschäftsbericht gucken soll, ob dieses Unternehmen eigentlich überhaupt solide ist. Und es ist ja auch gar nicht so schlimm, finde ich, ein bisschen zu zocken, sage ich auch ganz offen. Also man muss einfach, wenn man sein Vermögen irgendwie aufbaut, wenn man irgendwie für sich selbst entscheidet, 10% will ich ein bisschen spekulativ anlegen, ein bisschen riskanter, dann ist ja in Ordnung. Aber nicht, wenn man, wie zum Beispiel der Mann aus Uganda, dann sein ganzes Ersparnis in OneCoin gesteckt hat. Das sollte man nicht machen. Noch eine Frage? Gibt es noch weitere Fragen? Weil wir haben noch ein bisschen Zeit, falls ihr möchtet. Wir haben noch 8 Minuten, falls ihr wollt. Aber sonst... Schön, dass du die Uhrzeit auch direkt zum Blick hast. Noch 8 Minuten, stimmt tatsächlich. Guck mal, dann haben wir doch offensichtlich alle Fragen beantwortet. Wir haben nichts gelassen. Das ist doch auch schön. Jo. Super. Ja, dann vielen Dank, dass ihr alle da wart und zugehört habt und Fragen gestellt habt. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel. Dankeschön. Danke.